Hoch oben auf einem Schieferfelsen über dem Rhein thront sie, die Burg Rheinstein, seit dem 14. Jahrhundert. Heute bewohnt und bewirtschaftet sie Familie Hecher. Ja, herzlich willkommen auf Burg Rheinstein. Wir wollen Sie heute auf eine kleine Reise durch unseren Alltag mitnehmen. Und der ist bestimmt eins nicht, langweilig. Überall auf der Burg Geschichten zum Anfassen, wie die von Prinz Friedrich von Preußen. Er verliebte sich im 19. Jahrhundert in die damalige Ruine und baute sie im Mittelalterstil wieder auf. Hier verbrachte er romantische Stunden mit seiner Gemahlin Luise. Das Burgmuseum, Erinnerungen an die Zeit des Preußenprinzen. Im modernen Restaurant Weinprinz gleich nebenan trifft sich frühmorgens Familie Hecher zu einem kurzen Briefing für den Tag. Jedes Mitglied des kleinen Familienunternehmens hat hier seine Aufgabe. Wir müssen selber ran, weil wir kein Personal haben. Und dann ist es wichtig, dass man sich da gut abspricht. Aber es hat sich eingespielt. Es funktioniert gut. Wenn jetzt so Hochzeiten anstehen und das ist jetzt gerade so, August ist unsere Hauptzeit. Wir haben 3 Hochzeiten jetzt fast jede Woche. Also das ist dann schon, aber wir denken halt immer dran, die Burg möchte das ganze Jahr unterhalten werden. Genau, der Winter kommt. Und dann muss in einer gewissen Zeit das Geld dafür verdient werden. Ja. Pünktlich um 9.30 Uhr, der Burgherr persönlich öffnet das Tor. Markus Hecher hat hier auf der Burg sein Steckenpferd. Er kümmert sich um das Museum und die Denkmalpflege. Führungen durch die Burg, die hat auch schon sein Vater gemacht, der inzwischen verstorben ist. Hermann Hecher war Opernsänger und kaufte die Burg vor 41 Jahren. Nach seiner Karriere schaffte er sich so eine neue Lebensaufgabe. Sein Sohn war damals 16. Ich fand das schrecklich. Ich habe im November Geburtstag und wir waren dann am 7. November die Burg gekauft und wir sind dann hier rauf auf die Burg. Und das war alles trist und grau und in einer Stimmung. Im Hauptgebäude gab es keinen Strom mehr. Das war alles irgendwie düster. Und ich habe eine andere Vorstellung von meiner Zukunft gehabt. Doch dann lernte Markus Hecher Hotelfach und die Lebensaufgabe seines verstorbenen Vaters, die ist jetzt auch seine. Heute ist es meine große Leidenschaft. Also der Auslöser war, dass mein Vater Hilfe gebraucht hat und dass ich dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon eine Partnerin hatte, die das Ganze mitgetragen hat. Ja? Weil das war der Schritt, den ich dann gewagt habe. Und sagt, okay, dann gehen wir auf die Burg, dann machen wir es gemeinsam. Cornelia Hecher hat ihren Mann auf der Hotelfachschule kennen und lieben gelernt und ist ihm auf die Burg gefolgt. Der üppige Garten, das ist ihr Werk. Es hat uns ja erwischt, sagt man mal so. Und dann bin ich auch gern mit hier auf die Burg gegangen. Aber das ganze Ausmaß, was mich hier so erwartet, das konnte ich nicht direkt erahnen. Und das musste mit der Zeit auch wachsen. Aber mittlerweile doch, es ist unser Leben. Und die nächste Generation ist auch schon im Einsatz. Mit Hochzeiten, Veranstaltungen und Gastronomie haben Marco und Cora Hecher ihr Aufgabengebiet. Dafür sind sie ganz alleine verantwortlich. Marco Hecher ist auf der Burg groß geworden. Cora Hecher musste sich erst mal an den Gedanken gewöhnen, Burgherrin zu sein. In der Sommersaison dreht sich von morgens bis abends alles um die Gäste. Sie fordert sehr viel von einem halt dann in der Zeit. Die Burg ist wirklich so. Ja. Kann man beides sehen. Nee, und gerade so im Sommer und dann ist es schon, wenn es so Ende der Saison geht, merkt man schon, die Nerven sind dann so ein bisschen aufgebraucht langsam. Ja. Also wenn es anfängt, ja, dass die Blätter sich färben, freut man sich. Motivation, genau. Es geht so langsam in die etwas ruhigere Zeit über. Und dann, ja. Doch kleine Atempausen für die Familie gibt es auch in der Hochsaison. Es ist eine einmalige Sache, gerade wie wir jetzt hier stehen mit diesem traumhaften Blick ins Rheintal. Also was gibt es Schöneres? Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Die Burg Rheinstein im Mittelrheintal, für Familie Hecher ein magischer Ort.